So, Isabella, wir sind hier im Hotel Lärmfeuer. Ja. Warum denn Lärmfeuer? Und was ist das für ein Hotel? Erzähl doch mal. Das hat eine historische Bewandtnis. Das waren früher Signalstationen, die auf den benachbarten Berggruppen angesiedelt waren und die Leute sich auf Wege mit Feueralarm gegeben haben. Also verständigt quasi. Genau, die haben sich verständigt und haben auch um Verstärkung gebeten. Und ihr habt jetzt ein Hotel, was so heißt, und was zeichnet dieses Hotel aus? Wir sind eine große Familie und alle, die hierher kommen, die fühlen sich sofort wohl bei uns. Und so soll das auch sein. Oh, das Zimmer ist ja schön. Da werde ich heute Nacht gut schlafen. Das ein Blick. Super. Das wird mit Sicherheit hier absolut Spaß machen. Wenn ich die Kurven hier unten vorm Haus schon sehe, traumhaft. Ich glaube, ihr habt auch eine ziemlich gute Küche, die testen wir dann gleich mal. Ja. Und Leckerlis gibt es auch, so à la Torte und Eis. Ja, und so eine Schwarzwälder haben wir eine ganz leckere, noch alles hausgemacht. Was wird das denn? Herr Klose, es gibt eine Schwarzwälder Kirschtorte. Eine Schwarzwälder Kirschtorte? Ja. Mit viel Schwarzwälder Kirschlikör? Mit viel Schwarzwälder Kirschwasser, ja. Und ihr habt Zimmer, wie viel habt ihr? Wir haben 17 Doppel- und 4 Einzelzimmer. Und ja. Die sind alle mit Dusche, WC, denke ich. Alle mit Dusche, WC, Fernseher, also voll, 3-Sterne-Bereich. Volle Aussicht. Ja. Und ich wünsche euch einen guten Appetit. So, die Poppe schmeckt ein. So, macht mal eine große oder sowas.